Auf Steam gibt es ziemlich viele kostenlose Spiele und die meisten davon sind absoluter Schmutz. Ich glaube, so Spiele wie Elong Plug fassen das Niveau ganz gut zusammen. Können wir einen Schatz finden unter den unzähligen, innerhalb von 5 Minuten hingerotzten 2D-Plattformern? Nein, ganz sicher nicht. Das Ding hat sogar eine Story. Er klingt wie Tom Nook. Warum arbeitet Tom Nook jetzt für Elon Musk? WASD und J ist natürlich eine super Tastenbelegung. I doubt it. Man kann es mit Controller spielen deutlich besser. You don't become as long as me without putting in the effort. Hi, I come from Germany. Alles klar, Kollege. Unsere Quest ist long zu werden. Es gibt sogar Sidequests. Warum ist das Game so deep? Wir müssen Geld sammeln, damit Elon uns länger macht. Blow them away. Increase your inches. Das klingt wie eine Porno-Werbung. Da kommt Lord Elon. Damn, sind wir jetzt long. Sieht man das? Oha, krasse Cosmetics. Ich habe gehört, die Großen tun nur weh. Das steuert sich so unfassbar unintuitiv. Wir müssen einfach immer wieder Objekte finden, dafür bekommen wir Geld, können uns länger machen und dürfen neue Objekte suchen. Ich verstehe halt immer noch nicht so ganz, was Elon Musk mit der ganzen Sache hier zu tun hat. Ich finde hier die ganze Zeit eine Hüte. Leute, ich brauche Geld, ich will long werden. Das kann ich leider nicht haben. Die sind teilweise halt echt gut versteckt. Wenn du mich jetzt versteckst, das siehst du mich nimmer, gell? Was geht denn jetzt ab? Ich will doch nur long sein. Wir haben unser Kabel verloren. Lord Elon, was soll die Scheiße? Well, I think we rate them. Wir haben die Realität gesehen. Aber niemand traut sich, sein Kabel auszustecken. Ich habe mies recherchiert. Legit bessere Story als die meisten AAA-Games. This game sucks! Leute, ohne unser Kabel sind wir unendlich lang. Und nein, wir versuchen Lord Elon zu überzeugen. Der steckt doch safe dahinter. Es ist Böses im Busch. Was? Böse? Hä, das war jetzt das Game? Wir geben dem Ganzen 3 von 10 HDMI-Kabel. Review. Der hat das Game einfach für 6,5 Stunden gespielt. Was stimmt denn mit dir nicht? Das ist ja schön, dass ich hier direkt den aktuellen Wechselkurs angeben kann, aber nicht die Musik leiser stellen. Lektion 1, Zucker. Welches ist die krasseste Zuckerbombe? Okay, let's see. Erhöht das Krebsrisiko, ganz klar, aber scheiß drauf. Das Rosinenbrot hat doch safe weniger als der Rosinenbagel. Eine gute Fettquelle. Geil. Was hat weniger Zucker, der Keks groß oder der Keks mini? Ihr seid alle dumm wie Getränke können Zuckermonster sein. Das Game ist halt nicht mal gut zum Lernen. Kann ich theoretisch einfach abhauen? Oh, da bin ich schon mal raus. Wir können von hinten immer noch einkaufen. Ihr könnt mich nicht stoppen, ich bin long wie Lord Elon. Da bin ich noch ganz knusper. Aber die unsichtbare Wand kann mich stoppen. Es fängt an zu ruckeln und die Lüfter von meinem PC drehen gerade richtig durch. Was zieht das Game bitte für eine Leistung? Eine von 10 Bäckereifachverkäuferinnen. Review. I'm not fat, but it helps. Wo hilft das Game? Hat das eigentlich einen Grund, dass Games immer so laut sind? Das Cinematic zeigt gerade zum 5. Mal das gleiche Haus. Wow. Das Game sieht sogar ganz gut aus. Es gibt Marker, wo man hin muss. Das wirkt professionell. Deswegen beschweren kann man sich da normalerweise eher weniger. Mach dir einen Kaffee, ermöglicht das Sprinten. Kannst du dir nicht ausdenken. Lecker, lecker. Ich jage den Penner weg, indem du Gegenstände auf ihn wirfst. What the actual fuck? Wilder Cut, Seiten auf 0? Seiten auf 10, glaube ich. Yes, Gabelstapler vorne. Boah, sogar mit Action-Cam. Hast du gerade Gaby Staby gesagt? Wieso kann man denn in keinen Games einfach abhauen? Wir stecken fest. Oh my god, stop, bro, I'm stuck. Can you help me? Komm, du schaffst das. Ich weiß nicht mal, wo wir festhängen. Man kann den Gabelstapler respawnen lassen. Wahrscheinlich passiert das Ganze öfter. Boah, ist das ein richtiges Drecksspiel. Das Spiel zeigt am Anfang, aus wie viel Meter man den Müll wirft. I'm gonna do what's called a pro-gamer move. Schöner Wurf auf Meta-Value-Meter. Geil. Damn, das Cinematic für den Besen. Wow. Werkzeuge freigeschaltet. Wir schaffen einen neuen Rekord. Damn! Wir haben $8,500, eine Palette kostet $5. Ihr könnt euch denken, was jetzt passiert. Wie können eigentlich Leute Cookie-Clicker freiwillig spielen? Mich überzeugt das Gameplay jetzt noch nicht. Es ist also gar nicht so einfach herauszufinden, was du mit deinem Leben machen und wie du deine Zeit einsetzen willst. Wir nehmen mal 1500 Stück mit. Quick Mass! Da kommt die Ladung. Ich muss jetzt hier jede einzeln rausholen. Los! Als ob der immer nur 5 auf einmal liefern kann. Ja, das kann jetzt etwas dauern. Kann der uns überfahren? Schon mal was vom Sicherheitsabstand gehört? Fahr weiter! Jetzt gibt's aufs Maul. Die Physik von dem Game kommt nicht ganz darauf klar, wenn mehrere Sachen aufeinander liegen. Oh nee, nicht der schon wieder. Oh damn, er weicht jetzt aus. Was hat denn Francis für Moves drauf? Raus hier! Was ist denn so? Alter, Francis ist so hart nervig. Ich will meine Paletten abladen.
Ich wollte doch nur gucken, was passiert, wenn ich jetzt die unterste Palette rausziehe. 5 von 10 Francis. That's a lot of damage. Review. Das Spiel Beer Factory ist ein sehr angenehmes und meinem Geschmack entsprechendes Spiel. Und die Technik hinter diesem Spiel ist hervorragend. Ich freue mich schon auf die Vollversion. Was, da kommt noch eine Vollversion? Wolfgang Petri, du schreibst, als wäre das hier eine Reizwortgeschichte in der Grundschule. Warum ist dein Kopf so groß? Jetzt zeige ich euch mein Silber-CSGO-Gameplay. Es ist halt wirklich schwer, was zu treffen, weil die alle so verdammt schnell sind. I don't think you have any idea how fast I really am. Blink activated, was ist das denn? Oha, es gibt sogar Fähigkeiten. Some say the best game of all time. Das ist halt einfach COD in richtig Scheiße. Oh, es gibt Killstreaks. Wir haben jetzt ein Radar. Die Bots sind halt komplett der Lappen. Ich bin immer noch der größte Lappen von allen. Mein Hort, meins gut. Ja, ich heiße so auf Steam. Ich hätte ja gerne online gespielt, aber die Server sind komplett leer. Ich bin der einzige Spieler in diesem Game. Es steht eine Lost Place Tour. 2 von 10 Sniper Booties. Review. Ich hätte gerne einen Senf für meine Bratwurst. Als ob ich hier direkt einen Server gefunden habe. Ich habe meinen Charakter, by the way, nicht selber erstellt. Der Default-Character ist einfach so hässlich. Warum werden dem eigentlich bei jedem Crash komplett die Beine abgerissen? Ja, stell dich halt was an. Es gibt auch Zeitstrafen. Oha, professionell. Naja. Man kann sich auch direkt das beste Bike kaufen, kostet auch nur 12 Euro. Das kann ich nicht mehr payen. Während ich auf eine Lobby warte, muss ich den anderen zuschauen und von denen crasht einfach keiner. Man merkt, die spielen das den ganzen Tag. Wuhu! Die haben halt alle so viel bessere Bikes als ich. Als Maul. Also allein fürs Balancing gibt es 2,5 von 10 Default Skins. Review. Brumm, 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 das war richtig cool. Hab's direkt meinen Freunden gezeigt. Ihr hört mich schon in der Entfernung mit meinem Mofa rumdüsen. Alter, wer schreibt denn solche Kommentare? Ich bin stärkste Legende. Hallo, die stärkste Legende. Schön, dass Sie vorbeigekommen sind. Servus. Man merkt, dass das Game mit Google Übersetzer hergestellt wurde, weil Gehen einfach mit Spaziergang übersetzt wurde. Nice to meet you erstmal. Jetzt gibt's aufs Maul. Wo ist er denn hin? Die Gegner müssen immer kurz T-posen, bevor sie wegfliegen. Ich finde halt legit den Weg nicht. Wie viele sind denn hier? Hi. I say, Ich kann den Sound nicht mehr hören. Oh, das hier ist der Boss. Wer hat denn sich das Level-Design ausgedacht? Das war jetzt Level 1, wir können aber direkt auf Level 3 gehen. Let's go! Let's go! Ja moin, ihr schon wieder. Was geht denn jetzt ab? Ich habe das jetzt in-game und bei Windows auf 1% gestellt. Als ob ich da jetzt alle 30 töten gehe. Die Flugzeuge machen halt auch den gleichen Sterbesound wie die Soldaten. Ja, wer meint, das sind keine Flugzeuge, das sind die Soldaten. Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief. 0,3 von 10 Todessoundeffekten. Jetzt klatscht's. Nein, der Wurstkocher hat uns. Aber so vom Waffenfeeling spielt sich das eigentlich echt ganz smooth. Man sieht halt die Namen durch die Wände, was etwas broken ist. Heute zeigen wir euch 10 Gamer, die live beim Cheaten erwischt wurden. Jedes Mal der Wurstkocher. Pimmelwurst habe ich heute. Kann er damit aufhören? Gerade wurde er wegen Beleidigung, Diebstahl und Körperverletzung verurteilt. Wir gehen jetzt snipen. Yo, wohin? Die Spawnpunkte sind halt etwas kacke gesetzt. It's the biggest piece of dog shit. Ich kann halt hier komplett spawncampen. Das Game ist halt echt nicht so schlecht. Also versteht mich nicht falsch, es ist immer noch kompletter Rotz, aber nicht so schlecht, wie ich erwartet hätte. Komm her, du Lümmel. Ich muss laufen. Wo ist er hin? Es gibt sogar Ranked. My rank is my right. Ich bin legit positiv überrascht. Wir haben die Bombe. Ja, wenn ihr euch alle töten lasst, kann ich nicht blenden. Ich habe noch nicht so ganz gecheckt, wo man die Bombe überhaupt setzen kann. Tust du dumm? Den sehe ich doch, den Flanker. Komm her. Es hat halt nie jemand die Bombe geplantet. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht. Man kann sich auch selber Klassen zusammenstellen mit Aufsätzen und allem drum und dran. Ich gebe dem Ganzen 7 von 10 Punkte mit einem langen Minus für die Dreistigkeit, das Charaktermodell so 1:1 von Minecraft zu klauen. Bisschen Fortnite, wie ist das? Review. 1300 Stunden, was stimmt denn mit dir nicht? Was geht denn jetzt ab? Bitte nicht noch ein Game über gesunde Ernährung. Da werden wir wieder bei dem Thema dreist Spiele klauen. Wie wolltest du wohl klauen? Alarm! Ich kann hier klicken, dass ich einen schönen Tag habe und dann geht der Counter da oben hoch. Was bringt das denn? Und die andere Frage ist, wie hoch geht dieser Counter? 3 Tage später. Es gibt scheinbar ein Limit. Es ist halt wirklich so dreist. I have no idea. Ich verkacke direkt die erste Runde, weil ich die Taste zum Dash nicht gefunden habe. Du bist einer der schlechtesten Spieler, die ich kenne. Als ob ich jetzt ganz von vorne anfangen muss. Was ist das denn? Bitte sag mir, dass man Skins durch Spielen bekommt und die Leute hier nicht alle fett reingecashed haben in das Game. Halt's Maul. Ich hab keinen Bock mehr. Was ist das für eine Drohne? Hallo?
Hey, die Mikrowelle ist zugegangen. Ich will Topping essen. Jetzt muss ich wieder von vorne, weil die Mikrowelle zuging, oder was? Ich hab's geschafft. Die erste Runde ging locker 5 Minuten, weil das keiner geschafft hat. Yo, wahrscheinlich. Von einem Franchise zu klauen reicht ja nicht. Ich krieg den Kack auf die Schnauze. Was soll denn der Mist? Wir holen uns direkt den ersten Win. Los, runter mit dir. Kommt zu mir und legt euch mit mir an. Oh, shit. Wait, es leben nur noch wir zwei. Was ist mit dem Rest passiert? Was zählst du so? No! Ist nicht Vollgeist mittlerweile kostenlos? Warum spielt man das hier? 1 von 10, was auch immer er da macht. Let's go! Review. Hier sind mehrere Kommentare, dass das Game den PC vom Spieler einfach zum Kryptominen benutzt. Möchten Sie deinstallieren? Ja, bitte! Was auch immer das hier für ein Setting sein soll. Die Welt, ist sie gut, doch ist sie auch schön. Mal gucken, vielleicht wird die Welt ja außerhalb vom Tutorial noch schöner. Nein. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Ich habe langsam die Befürchtung, spannender wird's halt nicht mehr. Wait, jetzt wird's zum Rätsel. Ja, ich freue mich. Warum sind Gratis-Games eigentlich so oft so trippy? Das Game versucht halt einen auf Mirror's Edge zu machen, aber die Wallruns sind so unintuitiv. Man rennt halt hier einfach durch, das ist 10 von 10 boring. Ich finde die Rezension fasst ganz gut zusammen. Habe ich schon mal erzählt, dass ich Horrorspiele überhaupt nicht packe? Das Game hat eine ganz weirde Auflösung. Ich habe jetzt 5 Minuten gebraucht, um das so einzustellen, dass ihr überhaupt was sehen könnt. Wehe, das Game überzeugt jetzt nicht. Du hast keine Ahnung, Walla. Ich bin jetzt schon lost, wo ich denn überhaupt hin soll. Ich habe 3 Räume und was auch immer das da in meiner Hand ist. In den Einstellungen steht noch, wie ich die Drohne steuere, aber mit der kann ich ja auch nichts machen. Kann es sein, dass du dumm bist? Jumbo, Josh, hilf mir mal. Wenn ich halt nicht komplett blind wäre, hätte ich die zweite Batterie für die Drohne vielleicht auch früher gefunden und wäre hier nicht 10 Minuten im Kreis gerannt. So, drück mal den Knopf auch noch. Boy. Mann, ich will nicht. Captain Fiddles, da bin ich voll bei dir. Der Kindergarten hat einen Naughty Corner. Wenn die Drohne halt nicht an jeder Kante hängen bleiben würde. Das Ding steuert sich so clunky. It's just a game. Kollege, kannst du bitte vorgehen? Da hinten ist eine Tür, wir müssen nur den Weg finden. Natürlich müssen wir dem Vogel 6 Eier füttern, was auch sonst. Also die Fakten liegen auf dem Tisch. Ich bin immer noch verwirrt, was das überhaupt für eine Art von Game sein soll. Hm? I'm sorry, aber wer spielt so eine Kacke? Als ob ich jetzt von jedem Monster noch die Farbe weiß. Soll ich jetzt den ganzen Weg zurücklaufen und mir alle Monster merken? Ganz sicher nicht. Ich meine, von der Aufmache her ist das Spiel ja nicht schlecht, aber das Gameplay ist so hart eine 0,5 von 10. Review! Was geht denn jetzt ab? Ich find's gut, wie mir das Game keinerlei Instruktionen gibt, sondern mir einfach das hier zeigt. Hola, muchas gracias. Penderos puta de la madre, señor Kessin. Habt ihr eine Quest für mich? Ich sammle hier die ganze Zeit einfach nur Achievements, weil ich irgendwelche Dinge berühre. Das Game heißt Pineapple on Pizza. Hier ist weder Ananas noch Pizza. Komplette Themaverfehlung. Werden die Eltern kontaktiert werden, noch? Ach du Kacke. Leute, ich glaube, ich habe Mist gebaut. Fragen Sie die Packungsbeilage und lesen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Ich will doch einfach nur ein Game, das mir recht gibt, dass Ananas auf der Pizza geil ist. Juckt euch auch so überhaupt nicht. Hier waren irgendwo Boote. Ich glaube, da sollten wir hin. Oh nein, die werden alle vom Hai gefressen. Was haben wir getan? Weiß ich jetzt nicht, ob die Message rüberkam. Magst du Pizza Ananas? Nee. Aber warte, ich glaube schon. Okay. Was soll ich denn dem jetzt für ein Rating geben? 1 von 10 und der eine Punkt ist für Ananas. Keine Ahnung. In die Schenkel? Review. Das Game hat quasi nur positive Rezensionen und ich habe mir einige davon durchgelesen. Wir haben auch inhaltlich nichts verpasst an dem Game. Absoluter Premium-Content. Ich check schon das zweite Level nicht. Ich kann mit dem Minus den Block wegmachen, mit dem Plus mache ich genau gar nichts. Die Verwirrung wird all jene verwirren. Ah, ich muss erst mit Plus den Block auswählen, dann kann ich ihn duplizieren und dann kann ich den anderen wegmachen. This big brain. Einen geilen Hüftschwung hat der Typ drauf. Das Game heißt Mr. Mathematics, weil jeder weiß, Block hoch 2 ist großer Block. Habe ich ja auch im Mathe-Abi gelernt. Ja, ich muss doch den Block unter mir größer machen. Certified Quit Game Moment. Review. Es gibt ein DLC für einen grünen Skin und das kostet einfach 2 Euro. Very much worth the purchase. Willst du mich komplett verarschen?